Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins bei ihrer heutigen Ratssitzung, wie erwartet, nicht angefasst. Trotz der seit Jahresbeginn rasant steigenden Preise bleibt es damit bei der 0%-Regel. EZB-Präsidentin Lagarde äußerte sich auf einer Pressekonferenz am Nachmittag vorsichtig optimistisch. Sie erwartet zwar, dass die Inflation noch länger als gedacht erhöht bleiben werde. Im Laufe des Jahres rechne sie aber mit einer Abschwächung. Fragen wir nach in Frankfurt am Main bei Klaus-Rainer Jacke. Wie begründet es denn die EZB, dass sie an der lockeren Geldpolitik ohne Abstriche weiter festhält? Nun, in der Tat, die Präsidentin hat heute in der Pressekonferenz noch einmal deutlich gemacht, dass man zwar insgesamt überrascht ist von der hohen Inflation, die man ja so nicht prognostiziert hat und auch nicht erwartet hat, man auch davon ausgeht, dass sie noch längere Zeit hoch bleibt und vielleicht auch höher bleibt als erwartet. Aber Sie haben es schon gesagt oder angedeutet, es ist eben so, dass man auch erwartet, dass im zweiten Halbjahr die Inflation dann doch deutlich absenkt. Und von daher sieht man keinen Handlungsbedarf, wenn auch insgesamt die Inflationsrate in diesem Jahr mit 3,2% prognostiziert wird und damit über dem selbstgesteckten Ziel von 2% liegt. Außerdem hat Lagarde deutlich gemacht, dass die Wirtschaft sich zwar wieder erholt hat, auch deutlich erholt hat im Zuge der Pandemie bzw. nach der Pandemie, nach dem Höhepunkt der Pandemie, aber auch dort ist es eben noch nicht so wie vor Corona und dementsprechend benötige die Wirtschaft eben weiterhin Unterstützung durch eine lockere Geldpolitik. Und schließlich hat dann eben auch die Präsidentin deutlich gemacht, dass man auf weitere Daten wartet. Im März wird es neue Prognosen und Analysen geben, die will man erst abwarten und vorher ist man nicht bereit, eine andere Entscheidung zu treffen. Was bedeutet denn dieses, ja sagen wir mal, weiter so für uns Verbraucherinnen und Verbraucher? Na, unter dem Strich bedeutet das nichts Gutes. Zwischen den Zeilen kann man das ja recht deutlich lesen. Die Preise bleiben weiter hoch, sie werden weiter steigen. Vor allem für Energie, aber auch für Nahrungsmittel. Das wurde heute noch einmal ganz deutlich. Es bedeutet auch, dass eine Zinswende in diesem Jahr fast überhaupt nicht mehr möglich ist. Und man davon ausgehen muss, also dass es auch in diesem Jahr keine Zinsen auf Sparbücher und Sonstiges geben wird. Insgesamt bedeutet es weiterhin eine Entwertung des Geldes und natürlich des Vermögens der Bundesbürger. Und es bedeutet eben auch, dass man weniger kaufen kann. Und das trifft vor allen Dingen eben die kleinen und mittleren Einkommen, die von dieser Problematik besonders belastet sind. Welche Reaktionen gibt es denn auf diese Entscheidung? Es gibt doch eine Reihe von sehr negativen Reaktionen, bereits schon im Vorfeld, aber auch jetzt nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank, insbesondere von der Wirtschaft überraschenderweise, die ja normalerweise niedrige Zinsen und lockere Geldpolitik mag, aber die hohen Preise, sie führen zunehmend dazu, dass viele Aufträge nicht ausgeführt werden können, weil einfach die Materialkosten zu hoch sind. Man befürchtet hier also ein Abwürgen der Konjunkturerholung. Es gibt natürlich Kritik von den Banken, die schon seit längerem darunter leiden, dass die Zinsen so niedrig sind. Es gibt aber auch Kritik aus der Politik. Markus Ferber zum Beispiel, der Europaabgeordnete der Union, wirft der Europäischen Zentralbank vor, sie würde ihre Glaubwürdigkeit verspielen und ähnlich in ein ähnliches Horn stoßen ehemalige EZB-Chefvolkswirte, die bereits deutlich gemacht haben, dass sie einen Reputationsverlust der Europäischen Zentralbank eben befürchten, weil die Bevölkerung diese Politik nur noch wenig nachvollziehen kann. Das alles übrigens zu einer Zeit, wo die Reputation der EZB ohnehin nicht die beste ist. In Deutschland nach Umfragen vor Corona haben gerade mal ungefähr die Hälfte der Bevölkerung überhaupt ein hohes Vertrauen in die EZB. Klaus-Rainer Jackisch, danke nach Frankfurt am Main.